So, Leute, sind wir beim nächsten Booster. Mystery Booster! Leider nicht die Convention Edition. Und, falls ihr das seht, da ist eine ganz fiese Macke oben drüber über das Booster. Kam so aus der Post. Finde ich sehr schade. Aber gucken wir uns mal Mystery Booster an. Wir haben ein Digivirus Resolve. Ein Mana, man enttappt eine Kreatur. Man verhindert allen Schaden, die diese Kreatur, nee, die dieser Kreatur zugefügt würde. Ja, das ist ganz cool mit Cycling. Ich liebe ja die Mystery Booster. Ich liebe diese Liste Karten. Ich liebe den ganzen Aufmacher davon. Glaring Aegis. Ein weißes Mana, man verzaubert eine Kreatur. Und wenn die ins Spielfeld kommt, tappt man eine Kreatur, die jeder kontrolliert. Und die Kreatur kriegt +1/+3. Fogbank, die habe ich im Commander gespielt. 2 Mana 0/2 fliegend Defender. Und man verhindert allen Schaden, der dieser Karte zugefügt wird oder von dieser Karte zugefügt wird. Call to Heal. 2 Mana, man bringt eine Kreatur zurück auf die Hand und der Beherrscher dieser Karte, der Kreatur, zieht eine Karte. Fatal Push. Wow. Die brauchte ich tatsächlich noch. 1 schwarzes Mana, man zerstört eine Kreatur mit Mana-Kosten 2 oder weniger. Mana-Value, ja, ich weiß. Hier war es noch Mana-Kosten, also Converted Mana-Kost. Und mit Revolt zerstört man eine Kreatur mit Mana-Kosten 4 oder weniger, wenn halt ein Permanent das Spielfeld verlassen hat. Bitter Revelation. 4 Mana-Sorcery, man guckt sich oberst 4 Karten des Decks an, nimmt 2 davon auf die Hand und den Rest in den Friedhof und man verliert 2 Leben. Orkish Oriflame. 4 Mana verzaubert Verzauberung, alle Kreaturen kriegen +1/+1. Angreifende Kreatur. Volcanic Dragon. 6 Mana, 4/4, fliegend Eile. Ja, ist gut. Clip Wings. Ist das Avacyn da drauf? Ich glaube, das ist Avacyn. 2 Mana instant, jeder Gegner opfert eine Kreatur mit Fliegen. Gar nicht mal so kacke. Giant Growth. 2 Mana eine Kreatur kriegt +4/+4. Grim Contest. 1 grünes, 1 schwarzes, 1 farbloses. Man sucht sich eine Kreatur aus, die man selber kontrolliert, und eine Kreatur, die der Gegner kontrolliert. Und diese Kreaturen fügen sich gegenseitig Schaden zu. Im Endeffekt fighten die Kreaturen. Irgendwo. Aber gut. Ah ne, in Höhe der Toughness. Toughness, Verteidigungsstärke, nicht Power, Verteidigungsstärke. Ja, dann haben wir ein Dismissal Backwater, kommt getappt, das Spiel. Kackkarte. Gar nicht so Kackkarte. Guildleaf Palace, der ist sogar hochgegangen. Wenn der ins Spiel wegkommt, kann man stattdessen Elfen vorzeigen, sonst kommt der getappt ins Spiel. Tappen für ein grünes oder schwarzes. Reveal in Riches. 2. Rare, nice. 4 Mana. Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, stirbt, bekommt ihr einen Treasure-Token. Und zu Beginn des Versorgungssegments, wenn ihr 10 oder mehr Treasure-Token habt, habt ihr das Spiel gewonnen. Hammer. Und wir haben ein, Lapse of Serenity. Certainty. 3 Mana, man kontert einen Zauber, man neutralisiert einen Zauberspruch und legt den oben aufs Deck statt in den Friedhof. Das ist sehr, sehr cool. Ja. Ich mag Mystery Booster. Ich will wieder mehr Mystery Booster haben. Aber halt der ersten Generation. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Seed. Ciao, ciao.